Zu einem guten Fisch empfiehlt es sich, ein gutes Glas Weißwein zu trinken. Einen der größten Weinproduzenten Österreichs findet man mit Lenz Moser in Rohrendorf bei Krems. Knapp vor der Lese inspiziert Kellereileiter Michael Rehthaler die Rieden. Wird jetzt noch eine Woche dauern, zwei. Dann werden wir mal versuchen, so rauszulesen. Ja, wir haben da grüne Veltliner Trauben. Man kann jetzt schon erkennen, dass eine Würzigkeit da ist. Ich glaube, dass gute Voraussetzungen sein werden, dass wir da wirklich einen guten grünen Veltliner ernten werden können. Rund um den Firmensitz in Rohrendorf wachsen die Weinstöcke unter dem Einfluss des speziellen Terroirs des östlichen Kremstals. Ja, diese mächtigen Lößterrassen sind sehr typisch für unser Kremstal. Der Löss beeinflusst den Wein in Richtung Fruchtigkeit, Leichtigkeit. Das sind eher leichtere Böden. Und das wollen wir bei diesem Typ von grünen Veltliner gerne haben. Die Weißweine werden vor allem in Edelstahlfässern ausgebaut. Für viele Rotweine kommen aber immer noch Holzfässer zum Einsatz, von denen einige mit religiösen Motiven verziert sind. Wie viele Weingüter in Niederösterreich hatte das Weingut bis 1849 mit dem Stift Melk einen kirchlichen Besitzer. Dann erwarb der Weinbauer Anton Moser den Weinkeller und die Weingärten. Seine Nachkommen entwickelten den Betrieb in Rohrendorf zu einem der führenden Winzerhöfe Österreichs. Seit 1986 ist das Weingut im Besitz des oberösterreichischen Traditionsunternehmens VOG AG. Dabei wurde die erfolgreiche Weinbaugeschichte des Guts fortgeschrieben. Ja, wir befinden uns da im Herzen der Kellerei, wo wir Weine bis 1947 zurückgelagert haben. Und wir haben da einen Wein aus den Regalen geholt, eine Selektion Grüne Veltliner aus den 80er Jahren, genauer gesagt aus 1983. Der Wein hat natürlich eine gewisse Reife, aber er hat trotzdem noch die Frische und die Würzigkeit, die der Grüne Veltliner vermittelt. So lässt sich der älteste Wein der Lenz-Moser-Selektion auch mit den jüngsten vergleichen. Hier haben wir halt diese Frische, die Würzigkeit des Pfefferl. Das ist dann natürlich bei diesem Wein sehr stark ausgeprägt. Für Rotweinliebhaber hat Lenz Moser einen ganz speziellen Wein im Keller. Besonders stolz sind wir auf unser 1000-Eimer-Fass. Für dieses Fass haben wir einen eigenen Wein kreiert. Das ist unser Noah. Bezieht sich auf die Schnitzerei auf dem Fassboden, wo der Noah mit seiner Arche abgebildet ist und Noah empfängt als erster Weinbergspflanzer den Rebstock von Gott Vater. Der Wein ist ein Cuvée aus drei Sorten. Es ist erzweigelt Cabernet Sauvignon und Merlot. Das Ergebnis ist ein Wein mit diesen Anklängen von diesen 1000-Eimer-Fass und ist aber trotzdem nicht überladen von Tanninen, sondern hat trotzdem diesen Zugang und ist mit 13 Volumenprozent, 13,5. Also noch moderat im Alkohol.